Donkey Kong Country Returns. Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir zocken seit längerem mal wieder einen 2D Jump'n'Runner. Und der ist nicht gerade einfach. Dessen bin ich mir bewusst. Dennoch peile ich die 100% in diesem Projekt an. Ich merke meine Kette, ist schon wieder laut. Ich peile sie an, ob ich sie hinkriege. Es ist eigentlich schon mein Ziel. Also ich möchte einfach alle Puzzleteile sammeln, die es in diesem Spiel gibt. Und ich möchte jedes Level sehen, was es gibt. Es gibt dann nochmal den Spiegelmodus, wo man alles nur noch mit einem Herz rückwärts zocken muss. Das werde ich nicht machen, keine Sorge. Ich möchte einfach nur jede Welt entdecken und überall alle Puzzleteile und Kong-Buchstaben sammeln. Ja, und Donkey Kong Country Returns ist ein toller Jump'n'Runner, wirklich. Ich liebe ihn. Er ist wunderschön und er hat so tolle Musik und er hat so tolle Level-Ideen. Tropical Freeze haben wir auf diesem Kanal schon gespielt. Falls ihr euch das Projekt angucken wollt, schaut euch einfach mal auf meinem Kanal um. Das ist das erste Projekt, was ich hier in dieser Kulisse aufnehme. Ich bin höchst gespannt. Zocke natürlich das Ganze mit Nunchuck und Wii-Fernbedienung. Wir zocken natürlich mit einem Spieler. Und ich glaube, jetzt kriegen wir erstmal eine Intro-Sequenz. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, irgendwas sowas wie eine Story wird es ja schon geben, oder? Ja, tatsächlich. Alles klar. Im Hintergrund sieht man sogar schon den Hauptbösewicht. Und derjenige, der uns gerade hier hypnotisieren wollte, der fliegt erstmal ganz schön schnell aus unserer Hütte. Uns wurden alle Bananen geklaut von dem Typen, der da hinten im Vulkan sitzt. Ja, Freunde, alle Donkey Kong Country Returns kennen, wissen, dass das hier natürlich deutlich schöner aussieht als auf der Wii. Ich habe da natürlich wieder etwas nachgeholfen, wie auch schon bei Galaxy 2. Ich finde, das Spiel sieht wieder wunderbar aus. Es ist kein großes Geheimnis, wie das gemacht wird. Dennoch möchte ich das hier nicht groß promoten. Ja, und wir können hier direkt mal in die Hütte rein. Ich werde ein bisschen was zu dem Spiel erzählen. Ich werde jetzt nicht so detailliert darauf eingehen, wie jetzt beispielsweise Domtendo oder so, der die ersten drei Parts eigentlich nur Fakten über das Game präsentiert. Und wir haben hier direkt mal den nice Fernseher angemacht. cooles Detail. Aber kurz grundlegende Mechaniken. Also wir haben zwei Herzen. Wir können hüpfen, ducken, pusten, trommeln, rollen. Und wenn wir noch einen Kollegen haben, den lieben Diddy, den wir ja auch schon gesehen haben, dann haben wir irgendwie eine kurze Schwebefähigkeit.
Ziel in jedem Level, Puzzleteile zu sammeln. Das erste haben wir bereits gefunden. Und 4 KONG-Buchstaben. Hier ist das K. Unterschiede zwischen KONG-Buchstaben und Puzzleteilen. Sollten wir sterben, bleiben die gesammelten Puzzleteile trotzdem gespeichert. Während bei den KONG-Buchstaben nach jedem Tod die gesammelten Kong-Buchstaben sozusagen nicht gespeichert bleiben. Sprich, sollten wir sterben, müssen wir die KONG-Buchstaben immer wieder sammeln. Aber die Puzzleteile müssen wir nur einmal einsammeln und dann bleiben sie so lange gespeichert, solange wir dieses Level zocken, egal wie oft wir sterben. Sprich, wir können auch in einer Suizidaktion Puzzleteile uns snacken, danach sterben, aber es gilt trotzdem als geschafft. Während die KONG-Buchstaben am Stück gesammelt werden müssen. Aber das ist deutlich einfacher. Ja, durch das Trommeln seht ihr schon, können wir sie einsammeln. Es gibt insgesamt 9 Puzzleteile, wie ihr da gerade da drüben an der Seite gesehen habt. Jetzt noch kurz ein, zwei Sachen zum LP. Oh, hier hinten sind unsere ganzen Bananen, ihr Wichser. Jetzt kurz zum LP. Dieses LP wird, ja, ein, zwei kleine Änderungen haben. Schon Puzzleteil Nummer 4, leck mich am Arsch. Ich werde die Parts versuchen, ein bisschen kürzer zu halten. Und ich werde das ein oder andere Mal etwas mehr cutten als normal. Das habe ich mir, muss ich sagen, doch habe ich mich sehr vom Kawaii inspirieren lassen. Derjenige, mit dem ich schon mal eine Mario Kart 8 Deluxe-Folge zusammen aufgenommen habe. Er zockt nämlich gerade Tropical Freeze. Und er cuttet auch ein bisschen was. Und er hält die Folgen so bei 15 Minuten circa. Und ich finde das wirklich ultra angenehm, sich dann diese Folgen anzugucken und nicht mehr 25 Minuten zu schauen. Ab und zu wird es mit Sicherheit auch Folgen geben, die trotz Cutten ein bisschen länger werden. Aber insgesamt möchte ich die Folgen einen Ticken kürzer halten. So. Weil ich auch einfach bei Mario Kart 7 gesehen habe, dass es einfach vielen gefallen hat. Und dementsprechend möchte ich das hier auch weiter behalten. Das ist auch kein Game, was irgendwie groß darauf basiert, dass ich große Themen bespreche. Das ist einfach nur ein Ultra-Fun-Projekt mit viel Gefehle, viel Geschreie. Jetzt am Anfang noch nicht so viel, aber es wird besser. So, und bei diesen Checkpoints hier, bei diesen Schweinchen, da kommen wir immer raus, wenn wir sterben. Und hier werden jetzt auch die KONG-Buchstaben abgespeichert. Sprich, sollten wir sterben, starten wir auch wieder mit K und O. Also diese Schweinchen hier speichern alles. Und hier haben wir jetzt auch noch Diddy, unseren Kollegen. Und jetzt können wir hier eben auch noch kurz in der Luft ein Jetpack einsetzen, um unseren Sprung eben ein bisschen präziser zu setzen. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon alles Gameplay-technisch, was ich groß zu sagen habe. Ich kann euch nicht viel über die Verkaufszahlen und die Entwicklungsphase und was es nicht alles gibt erzählen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so relevant. Ja, vor allem, ich sag mal, ich glaube, es gibt 8 Welten oder 6? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gibt 8 Welten. Ich glaube, spätestens ab Welt 3, naja, wahrscheinlich schon ab Welt 2, wird einfach nur rumgeschrien. Also Donkey Kong Country, überhaupt die Donkey Kong-Spiele, sind ja für ihre Schwierigkeit bekannt. Und ich habe auch nur mal Welt 1 gezockt. Und also ich habe das Spiel mal in einem LP gesehen, aber ich habe nur bisher selber Welt 1, aber auch nicht ganz gezockt. Ich glaube, nur so bis Level 3 oder so. Also es ist so ein Halbblind. Ich werde Blind nicht jetzt in die Beschreibung schreiben, weil das gelogen wäre. Aber es ist so gut wie Blind. Und die Mucke ist absolut Premium. Ich liebe sie über alles. Meine Stimme ist noch nicht zu 100% back. Für alle, die jetzt nur auf dem Kanal sind, die ist immer noch leicht angeschlagen. Aufgrund einer fiesen Erkältung, die ich jetzt seit fast einer Woche mit mir rumschleppe. Aber ich habe mich auf jeden Fall in der Lage gefühlt aufzunehmen und ich denke, das geht auch. Wie gesagt, im Laufe des LPs wird die Stimme noch besser. So, hier haben wir jetzt einen Bonus. Das sind immer so Level, ich sag mal so geheime Eingänge, die man in Leveln findet. Und hier muss man einfach mal alles einsammeln, was man finden kann. Und wenn man das in der angegebenen Zeit schafft, oh, die jetzt leider durch die Facecam verdeckt wird, man hat immer 30 Sekunden, ne? Dann bekommt man ein Puzzleteil dafür. Ja, ich habe natürlich nach einem Spot gesucht, wo ich die Facecam gut hinpacken kann. Und da oben fand ich es jetzt am wenigsten störend. Ich kann es natürlich auch noch woanders hinpacken, wenn ihr wollt. Aber ich finde es hier oben eigentlich echt chillig. Vor allem auch allein wegen dem optischen Effekt, weil ich sozusagen in das Gameplay reingucke. Deswegen hat es mir jetzt hier oben am besten gefallen. Solltet ihr sagen, nee, Bruder, geht gar nicht klar. Dann kann ich das natürlich nochmal switchen, aber ich fand es jetzt hier eigentlich am coolsten. Theoretisch könnte ich sie auch noch nach unten packen, aber ich fand sie da oben eigentlich so insgesamt am attraktivsten. Ne? Schreibt mir das mal, falls euch das irgendwie stört. Ja, wie viele Puzzleteile haben wir eigentlich schon? 7 Stück. Ja, okay, dann sind wir doch gar nicht so schlecht unterwegs, würde ich sagen. Hier drüben ist auch schon Nummer 8. Ich sag mal, dadurch, dass ich Tropical Freeze gespielt habe, habe ich schon ein gutes Gespür dafür.
wie die Secrets in Donkey Kong Spielen aussehen und so weiter. Auf was man achten muss. Und hier hinten ist jetzt noch Puzzleteil Nummer 9. Dann haben wir, glaube ich, alles gesammelt. Ja, top. Von daher, ich weiß nicht. Habe ich das Gefühl, es könnte gar nicht so schlecht laufen, das Projekt. Natürlich, es wird vor allem gegen Ende wirklich, wirklich asoziale Level geben. Ich werde rumschreien wie nochmal was. Aber ja, man soll sich Tropical Freeze anschauen, um sich so ein Bild von meinem Skill zu machen. Ja, und das war das erste Level. Es war super cool, tolle Musik. Hat richtig viel gezeigt. Und jetzt sind wir auch schon auf der Overworld aktiv. Das war 1-1 Dschungelfieber. Und wir haben auch noch in diesem Part Zeit für 1-2 Kletterkönig. Ich finde es sowieso cool, dass sie hier eigene Levelnamen gegeben haben. Das hatten sie ja bei Mario Bros. Wii-Zeiten noch nicht. Das haben sie dann erst bei Mario Bros. U eingeführt. Aber bei Donkey Kong gab es das, glaube ich, schon immer. Ich finde das super cool, wenn diese Level einfach nochmal ihren eigenen Namen haben. Erhöht einfach so ein bisschen den Detailgrad und so den Wiederspielwert, sage ich mal. Okay. Mit diesem Puzzle habe ich gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Ich bin da nur wegen dem Buchstaben hoch. Ich finde das sehr cool. Sehr schöne Detailarbeit. Man kann dann vielleicht auch immer schon so ein bisschen erahnen, um was es vielleicht geht oder so. Finde ich sehr toll. Und das da unten, was ist hinter dem Stein, das sieht, glaube ich, auch jeder. Okay. Das war sozusagen so offensichtlich, dass wir nicht mal ein Puzzle dahin gemacht haben. In Ordnung. Kletterkönig. Heißt das, ich muss hier irgendwie, keine Ahnung, viel an Ranken rumklettern oder so? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ich finde die Steuerung sehr, sehr geil mit Nunchuck und Wii-Fernbedienung. Ich kann es erstmal zeigen. Wenn ich schüttel, dann mache ich diesen Trommler. Wenn ich mich ducke und schüttel, mache ich das hier. Dieses Pusten. Ja, und auch das Hüpfen. Also die Steuerung ist sehr, sehr smooth mit der Wii-Fernbedienung und dem Nunchuck. Deutlich besser als dieses Waagrechthalten in Mario Bros. Wii. Man kann das natürlich auch nur mit einer Wii-Fernbedienung spielen. Allerdings ist das übelst ätzend, wenn ihr mich fragt. Also ich nehme immer lieber gern den Nunchuck dazu. Also die Steuerung ist sehr, sehr präzise, lässt einen sehr viel machen. Und ich sag mal, eine grundsätzliche Devise, die für Donkey Kong Spiele immer gilt, alles absuchen und alles einsammeln. Es kann auch Stuff erscheinen für, keine Ahnung, es kann auch ein Puzzleteil erscheinen, wenn ich hier alle Bananen einsammle oder wenn ich bestimmte Dinge einsammle. Hey, jetzt wird's aber langsam ein bisschen lächerlich hier. Also grundsätzlich immer alles einsammeln. So, das Herz nehme ich mir erstmal mit, bevor ich hier noch Game Over gehe. Weil ich so unaufmerksam spiele. Und weil ich eben mit dieser Steuerung so gut klarkomme und so weiter, habe ich eben dieses gute Gefühl bei dem Game, dass es wirklich was werden könnte. Zudem ist es eben mein zweites Donkey Kong Game und ich sag mal, wenn man ein Donkey Kong Game gezockt hat, dann fängt man auch an zu verstehen, wie die anderen Games ticken. Und dadurch fällt es einem deutlich leichter, diese dann zu spielen. Also, ich würde mal behaupten, das erste Donkey Kong Spiel ist immer das Schwierigste. Aber wenn man da mal in dem Genre drin ist, dann geht das. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet. Ich habe auf jeden Fall ultra Spaß und Tropical Freeze hat mich ultra angefixt, auch die alten Teile zu spielen, weil ich eben in Tropical Freeze so viel Spaß hatte. So, hier haben wir einen neuen Bonus, der jetzt wirklich nicht so herausfordernd ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, der ist jetzt wirklich easy machbar. Also, außer man achtet natürlich null auf diese... Hey! Bleib jetzt da, du blöde Banane. Auf das Sprungbrett unter sich. Aber ansonsten hier voll einfach, ne? Aber ich glaube, es gibt auch noch asozialere Boni. Und ich glaube, die wiederholen sich auch. Also, es ist nicht so, dass jeder Bonus eigens kreiert wurde, sondern irgendwann wiederholen sich die Challenges auch. Macht es aber, sage ich mal, auch für den Spieler ein bisschen einfacher. Man kriegt auch Bonus, wenn man auf mehrere Gegner hintereinander springt. Ich glaube, erst ein paar Münzen und dann irgendwann auch ein One-Up. One-Ups werden hier übrigens durch Luftballons repräsentiert, falls ihr euch schon mal gefragt habt, was die bedeuten. Oh, ein Puzzleteil! Oh, und mein Arsch wurde nicht gefressen. Geil. Und erstmal abgespeichert. Also, wir kommen hier wirklich gut voran. Ja, jetzt wollte ich wieder skillen und so schnell das Fass nach vorne werfen. Nix da. Es könnte auch ein Projekt werden, wo mir das Karma sehr... keine Ahnung, in die Karten pfuschen will, sage ich mal. Mal sehen, wie wir uns da vor allem in den späteren Leveln anstellen, wenn ich halt auch den Verlauf des Levels nicht mehr so kenne. Wie gesagt, jetzt die ersten Level kenne ich noch. Die habe ich halt auch gezockt, um zu schauen, ob alles technisch funktioniert, ob die Aufnahme klappt, so wie ich will. Hier ist noch übrigens ein Puzzleteil. Nummer 6 schon. Wow, wir kommen ja hier ultra schnell durch. Okay, top. Das ist ja chillig. Ja, und ich hoffe natürlich, ihr habt Lust auf das Projekt. Also, ich hoffe dadurch, dass ich einfach ein bisschen cutte,
Und die Folgen ein bisschen kürzer halt, kann ich auch die Leute ansprechen, die vielleicht nicht immer 25 Minuten Zeit für ein Let's Play haben. Und halt auch die, die jetzt nicht so ultra gehypt da drauf sind. Weil ich sag mal, klar, man versucht natürlich seine LPs irgendwie immer ein bisschen interessanter zu machen. Und immer ein bisschen mehr Leuten zugänglich zu machen. Wenn sich jemand sagt, hey, das Spiel interessiert mich jetzt nicht so krass. Und dann dauert eine Folge auch noch immer 25 Minuten, um alles mitzuverfolgen. Dann ist natürlich der Drang dazu, sich Videos davon anzuschauen, nicht so hoch. Aber wenn man sich sagt, okay, die Folgen sind schön gecuttet, alles uninteressante wie Ladesequenzen oder Wege zu Orten, wo man gestorben ist, wenn die alle rausgeschnitten sind und man kann sich da 15 Minuten das gut geben, dann kann man das Spiel halt schon verfolgen und ohne jetzt groß was zu verpassen. Und man kann auch Folgen leichter nachholen. Also ich hoffe, das sind Faktoren, die das Let's Play ein bisschen aufwerten für euch. Schreibt mir da gerne nochmal eure Meinung dazu. Lasst uns einfach mal ein bisschen austauschen, wie ihr die Sachen seht. Aber ich habe halt gemerkt, dass so kürzere Folgen, wo so alles Uninteressante rausgeschnitten ist, also bei mir persönlich auch einfach dafür sorgen, dass ich mehr Spaß habe, mir das Ganze anzugucken. Weil es halt so viele YouTuber mittlerweile auf YouTube gibt und man sich gerne Videos von so vielen Leuten anguckt, das ist halt einfach wirklich schwierig, sich die von allen anzugucken, wenn jeder so lange Videos macht. Also, wir werden sehen. Ich werde natürlich euer Feedback sehr abwägen und halt vielleicht auch die nächsten Folgen dann noch ein bisschen an euer Feedback anpassen. Und wie viele Puzzleteile habe ich? 6 von 7. Ich habe Angst, dass da oben jetzt gleich das Ziel kommt. Ich werde mich hier nochmal umschauen. Ich habe das miese Gefühl, dass ich hier, aua, irgendwo was verpasst habe. Shit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich... Ich glaube, da oben kommt gleich das Ziel. Hier muss ich doch irgendwo was verpasst haben, oder? Ich gehe jetzt mal weiter runter. Ja, tatsächlich. Holy shit. Okay, top. Aber da muss ich jetzt gar nicht mehr das Level nochmal machen, weil das wäre nämlich ziemlich ärgerlich gewesen, für ein Puzzleteil nochmal das ganze Level zu machen. Aber wir haben es jetzt zum Glück am Ende vergessen. Also alles cool. Alles easy, nice. Wir haben zwar leider Diddy verloren, aber ja, er ist ja nicht umsonst gestorben. Aua! Hey, jetzt will ich nicht Game Over gehen, ne? Ich darf jetzt nicht da drüben in diesen blöden Stachelgegner. Oh Gott, verzieh dich, please. Das wäre jetzt so typisch gewesen, wenn ich hier gestorben wäre. Und BAM! Gib mir die Coin. Nice. Cool. Also, das war der erste Part. Donkey Kong Country Returns. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Mir macht's super Laune. Die Tage wird dann noch meine volle Stimme wieder zurückkehren. Dann ist das alles auch nochmal ein Ticken optimierter. Ja. Und jetzt gern euer Feedback unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hübi, haut rein!